Achtklässlerniveau. Weißt du, was Achtklässlerniveau ist? Dein fucking Twitch-Name. GamingStar1208. Wie alt bist du? 12? Danke für den Sub. Kuss. Hey man, can I just get a water cup? Yeah. Is that water? Das TikTok ist unfassbar scheiße, Bro. Das ist so. You wanted Sprite. Das TikTok war unfassbar beschissen, Bro. No joke. Unfassbar scheiße. Ist das hier von Zabex? Er ist Rider bei Sascha. Du beides die Lara. Ja, na klar. Digga, Mike, als ob du gegen die Liebe bist. Das ist keine Liebe. Seht ihr, Minecraft Bett nicht neben deins gestellt. Das Ding ist doof, du erkennst es bloß nicht. Oh mein Gott. Ich bin der wahre Freund und ich hab's von Anfang an gesagt. Da kann keiner sagen, Mikey hat's nicht vorher gesagt. So. Mocha, ich stehe komplett hinter dir. Danke. Ja, ja, du stehst komplett im Krankenhaus, Junge. Chill mal. Mann, Junge, Hugo ist so dumm, Alter. Der streamt heute wieder, der Vollidiot. Ich hab ihm gesagt, er soll chillen. So ein fucking Idiot, Bro. Er meint so, Digga, ich hab 5 Tage nicht gestreamt. Ich so, Digga, halt deine Fresse, Junge, ruh dich aus. Dieser Hund, Alter, der soll aufpassen auf seine Gesundheit, dieser. Gott, ich würde den so gern boxen. Schlägi ist voll mitgegangen, Mike. Was hast du getan? Hey, guck wahrscheinlich wieder TikToks. Also ich glaube. Ist das krank, Alter. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Monty, Digga. Unter dein Aquarium brennt, Digga. Digga, komm als Maulapo. Digga, es heißt immer noch Red. Ach komm, piss dich, du Hurensohn. Digga, willst du mich ficken? Oh Mann, ey, oh Mann. Bro, früher, die Menschen konnten sich ja nicht so krass waschen wie jetzt heutzutage, weißt du? Digga, das hab ich. Man soll sich anscheinend den Penis waschen. Habt ihr das gemacht? Classic. Bro, was? Nein. Digga, Hugo, warte mal. Hugo. Digga, warte mal. Digga, stopp. Warte. Digga. Ist das jetzt gerade ein Content-Piece? Nein. Oder ist hier gerade ein echter Mensch? Digga, bist du sicher, dass es eine Vorhaut ist? Oder ist es einfach fetter Eichelkäse, Bro, der deine Eichel verdeckt? Der hat diese Lücke zugemauert da, weißt du? Weil der Eichel diesen Vorsprung hat. Da ist so Spachtelmasse zwischen. Das ist so richtig schön verfügbar. Alles scheiße, hier. Ich scheiß mich voll, was? Was meinst du? Die Vorhaut da. So eine Banger-Folge, Bro. Natürlich, jeden Tag. Da rein? Ja, Bro. Wie? Runterziehen, waschen, Digga. Bruder, du wickst doch deinen Schwanz. Nein, das mache ich for real nicht. Wie? Also ich zieh... Digga, du kannst doch nicht Seife in deinen Penis reinlassen. Was? Bro, du sollst nicht die Seife vorne in deine Eichel reinmachen, in diesen Schlitz da. Du sollst einfach... Digga, ich esse gerade Käsekuchen. Sorry, Bro. Die Haut runter und was... Ja, schau einfach drum rum. Honey, you are a sick go-to clinic. Bruder, ist das laut, what the fuck? Honey, you are a sick go-to clinic. One time doctor check, multiply. Honey, your motorbike is sick, come to... Bismillah Honda Workshop. Mechanic check. Free charge. Healthy bike. Save right. Ja, ich weiß nicht genau, ob die dadurch mehr Verkäufe gemacht haben, Bro. Aber ja. Ich glaube, actually, noch nie ein Abo da gelassen, noch nie vorgelesen. Trotzdem kriegst du 5 Minuten Timeout, kein Problem, Bro. Ich glaube nicht, dass... Meint ihr, die machen jetzt durch dieses TikTok mehr Geld als vorher? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, hätten sie in der Zeit einfach ein verficktes Bike gefixt, hätten sie jetzt mehr Geld, Bro, als durch dieses gottlose TikTok, Bro. Ich frage mich, ob sich Leute beworben haben bei diesem Was haben wir vereinbart? Bevor die das beantworten, möchtest du sagen, welchen Streamer oder YouTuber... Schnell weg. Ausbildungsstart 2023. Jeremy. Benjamin. Oder Benjamin, wir hoffen mal, Digga, die nächsten 3 Jahre auf eine schöne... Zeit. Digga, beste Mann, Junge. Ich hoffe, Benjamin hat gekündigt und macht jetzt Twitter. Benjamin macht jetzt Twitter hauptberuflich, Digga. So, was haben wir denn festgehalten, was wir die nächsten 3 Jahre so machen wollen? Die Ziele für die Lehre. Am geilsten finde ich einfach, was der Typ für Klamotten anhat hier in der Mitte. Digga, so geil, diese Schuhe, Bro. Alter, wirklich. Diese Schuhe sind so geil. What the fuck, Bro? Noto, die sehen aus wie diese Maschinen, die Basti nicht in diesem Bausimulator immer kaufen von Caterpillar. Hätten die eigene Schuhe, Bro, dann wären das diese hier, you know? Das sieht einfach aus, das ist einfach dieser Caterpillar-Bagger als Schuh, Bro. Benjamin, Digga.
So geil. Dass ich immer pünktlich zur Arbeit komme, dass ich meine Leistung... Was haben wir vereinbart? Eine 3. Was heißt verbessere die Arbeit? Also, dass ich meine Arbeit genauer... Welche Schulnote haben wir vereinbart, die mindestens sein muss? Eine 3. Eine 3. 3 für alle beide, richtig? Wenn es besser ist, besser. Was gibt's denn? Was haben wir noch vereinbart? Dass man arrangiert, also immer jeden Tag bei der Arbeit seid. Also Fragen, fragt. Pünktlich ist das, davon gehen wir aus. Das Normalste der Welt. Was ist es denn, wenn ihr nicht pünktlich auf Arbeit seid? Was haben wir denn da auch vereinbart? Gibt's keinen Bonus? Achso, ja. Oder? Achso, ja. Hat ja so gar keinen Bock. Ich liebe dieses Video so sehr, ne? So auch schon gesehen. Die Bass-Boosted-Version ist auch mega. Es gibt eine Bass-Boosted-Version. Mal lesen? Bro, what the fuck? Ich weiß gar nicht, ob ich reingeschrieben habe, ich habe alles gelesen. Steht alles drin? Ja? Also, wir haben einfach ein... Benjamin hat gar nichts gelesen, Digga. But, wenn sich dran gehalten wird, gibt's Bonus. Was gibt's denn Bonus? Im zweiten Lehr 1400. Hab den Kleckner einen Steuerberater. Nichtraucherbonus gibt es? Nichtraucherbonus. Sofort, ne? Also es gibt Geld quasi. Und wenn das nicht gemacht wird, gibt es kein Geld. Das steht so quasi drin. Als Anreiz für eine schöne Lehre. So. Die noch was fragen jetzt so? Nicht wirklich, nein. Das ist. Digga, das ist so geil, wie Benjamin da steht, Digga. Die VODs des aktuellen Tages sind mal wieder aus. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Nein. Was ist das hier? Boah, ich liebe diese Videos. Holy shit, satisfying. Ich habe nie verstanden, ob das CGI ist oder ob das, ob es wirklich eine Kamera gibt, die das so close-up, slow-mo aufnehmen kann. Weil da sind manche Shots sind wirklich disgusting krank. Das hier zum Beispiel ist ultra heftig. Junge, wie satisfying, what the fuck. Satisfying. Krank. Krank. Ah, chillig, Digga. Jo, was geht ab, Leute? Sollen wir einen Pick machen?